Hallihallo, ihr Lieben, hier ist euer alter Mann am Samstag, dem 8. August 2020. Und mein heutiges Thema ist für die Katz, aber ganz sicher nicht für die Katz. Denn heute ist der internationale Katzentag 2020. Und die Ziele des Internationalen Katzentages sind es, über artgerechte Haltung und die Bedürfnisse von Katzen zu informieren, um Misshandlung und Vernachlässigung zu vermeiden, darauf aufmerksam zu machen und diese nachhaltig zu bekämpfen. Okay. Das beliebteste Haustier der Deutschen ist die Katze. Und das trotz ihres widersprüchlichen Charakters, aber wahrscheinlich wegen des relativ geringen Pflegeaufwandes. Etwa 14 bis 14,5 Millionen Katzen werden in Deutschland als Haus- oder Heimtiere gehalten. Aber nicht nur in unserem Land sind mehr und mehr Menschen von den niedlichen Stubentigern fasziniert, sondern im alten Ägypten zum Beispiel wurden die stolzen und mysteriösen Tiere sogar als Gottheiten verehrt. Und in weiten Teilen Asiens gelten sie als Glücksbringer. Ja. Sowohl in der Kunst als auch in der Literatur haben Katzen schon lange Einzug gehalten und längst einen festen Platz gefunden. Um die Liebe zu den eleganten Samtpfoten angemessen feiern zu können, aber gleichzeitig auch die Missstände, wie zum Beispiel Misshandlung, aufmerksam zu machen, welche Katzen aller Gattungen und Arten weltweit leider erleiden müssen, wurde der 8. August vom Fund for Animal Welfare, also für das Wohlergehen von Tieren, zum Internationalen Katzentag erklärt, der heute zum 18. Mal stattfindet. Und was mich ein bisschen verwundert an der ganzen Sache, bei uns in Deutschland wird er mittlerweile von der Tiertafel ausgerichtet. Ja, ihr habt richtig gehört. Von der Tiertafel. Ich finde das schon recht erstaunlich. Obwohl Katzen im Großen und Ganzen pflegeleicht sind, brauchen sie regelmäßige medizinische Versorgung. Denn selbst wenn eine Katze keinerlei Krankheitssymptome zeigt, sollte sie einem Tierarzt dennoch einmal pro Jahr zu einer Routineuntersuchung vorgestellt werden. Dabei werden dann die Ohren, das Mäulchen, die Zähne, die Krallen und der Zustand des Fells ebenso untersucht wie die Körpertemperatur, das Herz und die Lunge werden mit einem Stethoskop abgehört. Aufgeweckte, schlaue Katzenbesitzer verbinden diese Routinekontrolle mit dem jährlichen Impftermin. Was mich persönlich als Wildkatzenliebhaber anspricht, ist, dass sich der Weltkatzentag neben der artgerechten Haltung, Aufzucht und Versorgung von Hauskatzen ebenso mit dem Schutz artverwandter der Katze beschäftigt. Was ihr auf meinem Arm eingangs gesehen habt, ist ein Panther. Und ich könnte dazu viele, viele Geschichten erzählen. Ich habe erst, da ich ja aus der Altenpflege komme, arge Bedenken gehabt. Natürlich ist durch den Ärmel das eigentlich nicht so sichtbar, aber dann manchmal bei Pflegehandlungen und so weiter rutscht der Ärmel hoch und dann ist es doch zu sehen. Und entgegengesetzt meiner Bedenken, will ich mal nennen, dass alte Menschen mit Tattoos nicht so klarkommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lustig das manchmal war, wenn ich im Spätdienst abends meine Ladies zu Bett gebracht habe und dann sind einige mit der Hand so in den Ärmel rein und weil ich denen erzählt habe, pass auf, das ist meine Katze, die passt auf mich auf und dann sind sie mit dem Arm so, mit der Hand so in den Ärmel rein und haben die gestreichelt und passt gut auf unseren Werner auf. Also
Na, ich komme immer wieder auf die Pflege zurück. Ist eben halt Altenpfleger mit Herz und Hand. Da ist, kann man nichts machen. Aber seid mir nicht böse. Ist alles lieb gemeint. Dabei steht im Mittelpunkt die Erhaltung und die Wiedervermehrung des Luchses, der sich bei beiden Organisationen, dem BUND und dem WWF, in einem gemeinsamen Aktionsplan Luchs angenommen wurde. Besser haben sich die Bestände der europäischen Wildkatze entwickelt. Dabei handelt es sich nicht um verwilderte Hauskatzen, sondern um echte Wildkatzen, die schon seit mindestens 300.000 Jahren in Wäldern beheimatet sind. Trotz des geschätzten Bestandes von 5.000 bis 7.000 Tieren zählt diese Katze weiterhin zu den gefährdeten Arten, teilte der BUND, also der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, mit. Vor 100 Jahren waren die getigerten Waldbewohner mit Ringelschwanz, das sieht fast aus wie beim Schweinchen, fast ausgerottet. Als Hauptproblem für die wilden Sandpfotenarten gilt die Zerstörung ihrer Lebensräume durch Straßen und industriell genutzte Agrarflächen. Und dazu kommt leider, wie immer, der illegale Abschuss. Niemand kann sagen, wann und durch wen dieser Tag ins Leben gerufen wurde, aber man kann keinesfalls sagen, dass dieser Tag heute für die Katz wäre. Okay. Liebe Hörer und Leser, apropos Leser, ihr findet einen passenden Artikel zu diesem Thema auf meiner Webseite werner-michael-heuss.com. Den Link setze ich euch unten drunter, dann könnt ihr anklicken und seid gleich dort. Und für heute wünsche ich euch in diesem Sinne und allen Liebhabern der Sandpfoten und ihren Stubentigern von Herzen gerne ganz besonders viel Freude sowie allen Menschen und Tieren aushaltbare Temperaturen. Denkt bitte auch an die Tiere, die brauchen auch viel Wasser bzw. was zu trinken überhaupt in dieser Zeit. Aber einem richtigen Tierliebhaber brauche ich das nicht sagen. Ich wollte es nur noch mal der Ordnung halber anmerken. Ich sage euch, wie gewohnt, und dafür sind meine Daumen gedrückt, bleibt von Faktor C verschont. Habt euch wohl. Fühlt euch gut, macht euch ein schönes Wochenende, die Sonne scheint, die Mücken zwicken, ich lieg im Gras und hab nichts zu lesen, so ein Pech aber auch, und ich sag jetzt, bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben, ciao, macht's gut.